Zollbehörden leiten ihre Befugnisse aus dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz her. Im Rahmen dieses Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes dürfen die Zollbehörden Geschäftsräume aufsuchen zur Arbeit, zu der üblichen Arbeitszeit, dürfen dort angetroffene Personen befragen, dürfen die Personalien aufnehmen, sind aber auch gewissen Beschränkungen unterworfen. Nicht zuletzt aus der Umsetzungsrichtlinie, die also auch bis zum Jahre 2016 in Deutschland umgesetzt werden muss, hat jeder Arbeitgeber einen Anspruch auf ein faires Verfahren, auf eine nicht diskriminierende Befragung. Und das sind halt auch die Rechte der Arbeitgeber, die der Zoll bei seiner Befragung oder bei seiner Ermittlung zu beachten hat. Das betrifft jetzt nur das Prüfungsverfahren. In dem Moment, wo der Verdacht einer Ordnungswidrigkeit oder gar einer Straftat besteht, ändert sich das Blatt. Dann richtet sich das weitere Ermittlungsverfahren nach den Vorschriften der Strafprozessordnung, was unter anderem als wichtigstes Element hat, dass der Arbeitgeber dann nicht mehr zur Mitwirkung verpflichtet ist. Also grundsätzlich kann man sagen, dass wenn ein Arbeitgeber nichts zu befürchten hat, weil er sich an die Regeln hält, dann wird er auch mit dem Zoll vernünftig umgehen können. Also Offenheit, Freundlichkeit, das sind so die Rezepte, die auch eine solche Prüfung bestimmen sollten. Also es gibt zwei Extreme, die zu Fehlern führen können. Einmal, dass man sich jeder Mitarbeit verweigert und die Zollbehörden als Gegner sieht. Auf der anderen Seite ist zu viel Vertrauensseligkeit natürlich genauso falsch. Das Beste, was man als Arbeitgeber machen kann, um diese Fehler zu vermeiden, ist, sich über seine eigenen Rechte klar zu werden, sich beraten zu lassen, was man darf und was man soll in einer solchen Prüfung. Dazu kann ich nur raten.